Ja, danke schön. Ja, also jetzt das Thema Statistik, wenn Zahlen lügen, ein Ausflug ins mathematische Kuriositätenkabinett. Aber keine Sorge, wir steigen jetzt nicht direkt mit der Mathematik ein. Wir steigen erstmal ganz kurz mit mir ein. Ja, im Wesentlichen wurde das alles schon angespoilert. Mein Name ist Leo Warnow, ich bin Mathematiker und das ist auch schon das erste Problem. Ja, denn als Mathematiker, ich sage es euch, man hat es nicht leicht. Ja, oh, dankeschön, danke. Ja, das ist wirklich. Ja, nee, das Problem ist nämlich immer, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und entgegen der weitläufigen Klischees kommt es durchaus vor. Also ab und zu. Dann kommt irgendwann immer der kritische Punkt, wo mich die Leute dann fragen: Oh Leo, was machst du so? Ich studiere Mathematik. Oh. Ja, und das ist selten so ein: Oh Mensch, Mathematik, das klingt ja spannend. Erzähl doch mal, was machst du denn so? So meistens eher so ein: Oh ja, ich habe noch einen Termin, ich muss jetzt auch. Ja, aber die absolute Lieblingsantwort von mir ist ja: Oh, Mathematik, das habe ich in der Schule schon immer gehasst. Ja? Also ich meine, was wollt ihr mir damit sagen? Oh, Mathematik, das habe ich in der Schule schon immer gehasst und jetzt hasse ich dich auch? Ja, ich weiß es nicht. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt, okay Leo, was kannst du den Leuten heute erzählen, dass sie dich nicht gleich hassen? Naja, dachte ich, okay, machst du einen Klassiker, erzählst du vom Hilbert Hotel mit unendlich vielen Räumen und unendlich vielen Gästen und was da so abgeht. Aber denke ich, nee, das sind ja alle Science-Slam-Profis, das wissen die, das kann sie nicht machen. Dann dachte ich, naja, als Mathematiker, man kann auch ein paar Klischees bedienen, machst du schön einen Beweis. Ja, Existenz und Eindeutigkeit, das ist für uns Mathematiker so, ja? Und da dachte ich, ich mache direkt meinen Lieblingsbeweis, ja, die Existenz der perfekten Frau. Dachte ich, nee, kannst du nicht machen. Da kommt gleich der Gleichstellungsbeauftragte auf die Bühne gelaufen und sagt, okay Leo, jetzt machst du aber bitte auch noch den Existenzbeweis vom perfekten Mann. Und das hätte heute einfach meinen Zeitrahmen gesprengt. Ja. Das ging also auch nicht. Ja, und da muss ich zugeben, da war ich schon leicht am Verzweifeln und habe überlegt, okay Leo, was kannst du machen? Aber dann, kam die Lösung, wie alle großen Lösungen heutzutage kommen, per WhatsApp. Ja, und dazu muss man wissen, also auf WhatsApp, da kriege ich zwei Arten von Nachrichten. Die ersten, die fangen an mit: Hey Leo, lange nichts mehr von dir gehört, wie geht's? Und hören auf mit: Kannst du diese Aufgabe für mich lösen? Und der zweite Typ, das ist im Wesentlichen so Witz und Sport über Mathematiker, da würde ich das mal einordnen. Auf jeden Fall schrieb mich mein Kumpel an und meinte: Hey Leo, schon gelesen, neue Studien zeigen, 12 von 8 Menschen sind mit Mathematik total überfordert. Ich dachte erstens, wahre Aussage. Und zweitens, Statistik wäre ein gutes Thema für heute. Ja, und so kam es dann also zu dem Thema Statistik, wenn Zahlen lügen. Ja, warum jetzt, wenn Zahlen lügen? Naja, sofern sie noch mit mir reden, frage ich ja dann immer die Leute, was sie denn jetzt an der Mathematik so hassen. Und da kriege ich immer erzählt, ja, ihr in der Mathematik mit euren Zahlen, ist alles so konkret, da kann man nichts drehen, nichts machen, nichts interpretieren, Zahlen lügen ja nicht. Und da denke ich mir immer, oha, hast du heute aber noch nicht die Tageszeitung aufgeschlagen. Ja, und wenn ich eine Zahl sehe, dann gucke ich mir die erstmal an. Denke ich, okay, ist das realistisch? Kann ich so eine Zahl überhaupt erheben? Ja, passt die Größenordnung? Ja, Denkprozesse im Gehirn, soll das mittlere Schaubild da verdeutlichen? Nee, ich muss es sagen, weil es gibt ganz viele Leute, die können mit Anschauung nichts anfangen, brauchen immer alles ganz klar definiert, Satz, Beweis. Ja. Aber jetzt habe ich festgestellt, in der Realität funktioniert das bei vielen Leuten ein kleines bisschen anders. Und zwar unter direkter Umgehung des Gehirns Zahl-Wahrheit. Ja, und das sind auch ganz besonders häufig diese Mathematikhasser betroffen. Naja, und jetzt habe ich vorhin erzählt, in der Tageszeitung muss man mal nachschauen. Habe ich natürlich gemacht. Da habe ich bei mir hier im Freien Wort in der Lokalzeitung in Thüringen nachgelesen. Überschrift: Mit 1300 Euro 10 Jahre älter werden. Immerhin, hier ist es noch eine Frage. Ja, und da im ersten Abschnitt steht es also drin, was die Leute rausgefunden haben wollen. Ja, konkret entscheidet ein Einkommensunterschied von monatlich 1300 Euro netto über 10 Lebensjahre. Was ist hier passiert? Es wurde ein linearer Zusammenhang zwischen Einkommen und Lebenserwartung hergestellt. Und für alle, die sich jetzt fragen, was war nochmal linear? Ich habe dein Schaubild vorbereitet. Ja? Also, geringes Einkommen, geringe Lebenserwartung, hohes Einkommen, hohe Lebenserwartung. Und wenn ich sowas sehe, frage ich mich immer, ist das noch Geldverschwendung oder kann das weg? Und die zweite Frage, die ich mir stelle, ist die nach dem Wie.
Ja? Also wie sind die darauf gekommen? Was haben die für Daten erhoben? Was ist da passiert? Und das Gute an diesem Artikel ist, es stand dabei, ja, wie die Daten errechnet wurden. Und da ganz unten im letzten Abschnitt steht es also, ja, dabei seien die Sterbedaten nach Altersgruppen der Einwohner differenziert und dann, Zitat, nach einer ziemlich komplizierten Methode in die Zukunft projiziert wurden. Und da muss ich jetzt aber sagen, das ist vielleicht gar nicht mal so falsch, ja? Also wenn da Extrapolation passiert ist, ja, mit irgendeiner fragwürdigen Grundmenge, das ist in der Tat eine sehr komplizierte Methode, weil sich im Allgemeinen nie mehr aussagen lässt, wie realistisch das ist, was dabei rauskommt oder ob das überhaupt noch irgendwie eintreten kann. Gut, kann man jetzt noch eine Fehlerbetrachtung machen? Die würde ich aber auch nicht in der Zeitung abdrucken. Und jetzt kommen die meisten Leute und sagen immer, okay, Leo, in der Tageszeitung, das haben wir ja alle durchschaut. Aber wenn du jetzt eine richtige Statistik nimmst, da kann dir das nicht passieren. Gut, jetzt bin ich Mathematiker, meine erste Frage lautet dann immer, was bitte ist eine richtige Statistik? Definition, Fragezeichen. Aber ich dachte mir, okay, also wo findest du eine richtige Statistik, wenn nicht beim Bundesamt für Statistik, ja? War ich da unterwegs und in meiner Fragestellung, glaubwürdig oder nicht, habe mir mal angeguckt, die privaten Konsumausgaben in Deutschland, ja, Erhebungsmethode EVS, solides Verfahren. Und angeguckt habe ich mir Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 2008 und ich habe es ein bisschen blinken für euch gemacht, 321 Euro. Gut, bis jetzt nicht viel passiert. Aber wir haben ja die schwarze Null und das gibt uns natürlich Möglichkeiten, Statistiken durchzuführen. Ja, die nennen wir dann ein bisschen anders, machen das aber auch mit EVS und gucken uns das für private Haushalte an. Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 2008 und ich habe es für euch wieder ein bisschen schön blinken gemacht, 290 Euro. Wer jetzt den Knackpunkt verpasst hat, kein Problem, ich fasse nochmal zusammen. Ja, also zwei Erhebungen für den gleichen Sachverhalt auf dem genau gleichen Verfahren liefern zwei unterschiedliche Werte, nämlich 321 und 290 Euro. Ja, das ist eine Abweichung von etwa 10%, wobei, wenn ich die Studie gemacht hätte, würde ich sagen, naja, das ist eine Abweichung von 5% ums arithmetische Mittel. Ja? Aber egal, wie man das dreht und wendet, ja, bei so einer Genauigkeit, da ist die Einerstelle eine pure Wunschzahl. Und die Zehnerstelle, die könnt ihr plus minus 1 bei 300 hinlegen, wo ihr wollt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum machen gute Mathematiker sowas? Ja, beim Bundesamt für Statistik, warum machen die das? Und das liegt an der direkten Umgehung des Gehirns. Denn die Faustregel lautet, je krummer und exakter eine Zahl, desto wahrer ist sie auch. Ja, und jetzt sind ja heute so viele im Publikum, die sind in der realen Welt zu Hause. Ja, ich nenne die manchmal liebevoll auch Anwender. Und das ist jetzt so eine Personengruppe, mit der habe ich jetzt nicht so unbedingt viel gemeinsam. Und die stellen immer diese eine, für mich absolut nicht nachvollziehbare Frage, wo man das in der Praxis nutzen kann. Aber extra für euch und für heute habe ich mir diese Frage gestellt, ja, wie kann ich dieses Phänomen in der Praxis nutzen? Und ich kann euch sagen, überall, wo ihr Belege braucht, ja, Steuererklärung oder im Betrieb, macht nie den Fehler und geht hin, ah, ich habe den Beleg nicht mehr, es waren in etwa 50 Euro, da kommt ihr nicht durch. Aber wenn ihr jetzt hingeht und sagt, ah, du, sorry, ich habe heute den Beleg vergessen, aber es waren 52,83 Euro, krumm, exakt, das kann nur die Wahrheit sein, bei meiner Steuererklärung hat es bis jetzt geklappt. Und jetzt gibt es eine Sache, das ist quasi die pure Wahrheit. Noch purer als Zahlen. Und das sind Grafiken. Ja, in der Statistik haben wir häufig Diagramme oder wie mein Professor zu sagen pflegt, Bildchen. Ja, und für euch Anwender reale Welt habe ich da schön ein Szenario mitgebracht. Ja, also es läuft super, der Chef will das Unternehmen ausbauen, hat natürlich nicht unendlich viel Geld, also soll mal jede Abteilung ihre Zahlen, ja, Zahlen unfälschbar, Garant für Wahrheit, präsentieren und daraufhin baut man das Unternehmen um. Gut, jetzt werden wir nicht drum rumkommen, uns die Zahlen natürlich erstmal anzugucken, habe ich hier mal aufgeschlüsselt, ja, für 3 Jahre quartalsweise den Gewinn, der geneigte Zuhörer hat sofort erkannt, 10.000 Euro plus minus paar hundert, im Wesentlichen Stagnation bei uns. Ich habe ein Schaubild vorbereitet. Gut, jetzt sollen wir bei Kritik, habe ich gelernt, immer mit etwas Positivem anfangen. Also positiv, unser Gewinn geht nicht zurück.
besonders durch die Decke geht's aber halt auch nicht. Na gut, was macht man da jetzt? Naja, als erstes erstmal schön die Y-Achse abgeschnitten. Dann die Zeitachse gestaucht und jetzt schon eine deutliche Dynamik. Ja, also von Stagnation kann hier ja wohl keiner mehr reden. Jetzt ist aber das Problem, ja, jetzt haben wir so viel Dynamik. Ja, mal geht's rauf, mal geht's runter. Unser Produkt ist quasi unberechenbar, ja. Also es ist jetzt noch schlechter als das, womit wir angefangen haben. Ja, das ist so ein häufiges Phänomen in der Mathematik. Man fängt irgendwo an, dann kommt man an den Punkt, da kann es schlechter nicht laufen. Und dann muss man das Ding irgendwie kippen. Na gut, habe ich mir jetzt überlegt, was machen wir? Naja, erstmal schön Datenpunkte ausdünnen, ja. Werden keine Daten gefälscht, ja. Wir präsentieren immer noch die Zahlen, nur nicht alle. Ja, und dann haben wir nochmal die Wertachse neu skaliert und also jetzt schon deutliches Wachstum. Aber Freunde, wir sind ja Profis. Also habe ich mir überlegt, komm, Pfeil oben dran, Linie außerhalb der Skala, unser Produkt geht ab wie eine Rakete, ja? Und für den allerletzten, der sich jetzt vielleicht doch mal diese merkwürdig anmutende Achseneinteilung anguckt. Übrigens erstaunlich, wie wenig Leute das tun würden. Aber es soll sie geben. Ja, komm, Achseneinteilung weg, Skala nochmal weiter reduziert. Und also der Chef kann kommen. Nochmal ganz kurz zum Abschluss, ja. Links, wo wir gestartet sind, rechts, wo wir rausgekommen sind. Und wenn unser Produkt nicht das Allergeilste ist, dann weiß ich auch nicht. Dankeschön.